Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe tatsächlich vergessen, beziehungsweise gestern gemerkt, dass ich euch das Mixface von Studio Logic bis heute noch nicht vorgestellt habe. Und das würde ich jetzt gerne nachholen. Ich habe mir das Mixface bestellt als Ergänzung zum Studio Logic SL73, weil ich damit gerne mein Gig Performer Setup, also mein rechnergestütztes Setup, steuern möchte und nutze es jetzt mit dem Numa X. Was schön ist bei den SLs, das Ding hat hier auf der Unterseite einen Magnetstreifen. Das heißt, man kann das einfach aufs Numa SL draufklicken und schon funktioniert das Ganze. Beim Numa X Piano passt das leider nicht, zumindest bei dem 73er nicht. Da ist zwischen den Sticks und den Regeln nicht genug Platz. Deswegen habe ich mir diese Halterung gebaut, wo das Ganze draufsteht. Ich denke mal, bei den beiden 88er Versionen wird das aber passen. Das Gerät ist unterschiedlich einsetzbar und zwar funktioniert das hervorragend mit den SL-Geräten, weil es auch vier Zonen hat und auch direkt erkannt wird. Beim Studio Logic Numa X Piano ist es leider so, dass es nicht direkt so erkannt wird, sondern einfach nur in Anführungsstrichen ein normaler MIDI-Controller ist. Das ist aber auch okay für meine Anwendungsfälle. Wir haben hier, ja, das Gehäuse ist aus Kunststoff, das ist eigentlich okay. Wir haben hinten auf der Rückseite zwei USB-Ports. Einmal hier den kleinen Mini-USB und ein USB-A. Leider ist das Ganze noch nicht USB-C. Wir haben hier einen Schalter, mit dem wir ausschalten können auf Batteriebetrieb oder über USB den Strom beziehen können. Das ist tatsächlich sehr cool, dass das Ganze über Batterie auch läuft. Im Moment habe ich hier die kleine ist die Device-Buchse dran. Darüber kann er auch Strom beziehen, wenn man das anmacht. Dann sieht man, dass das Display leuchtet. Und hier geht es zum Host. Wir haben hier 8 Knobs zum Drehen, die fühlen sich ganz okay an, sind nicht gerastert, sind nicht zu leicht, nicht zu schwer. Wir haben insgesamt 9 Fader, die sich auch als Drawbars nutzen lassen. Die sind okay, kann man jetzt keine Wunder von erwarten, aber funktionieren auf jeden Fall. Dann haben wir unten 8 Pads und das Coole ist, die kann man wirklich komplett belegen, wie man möchte. Dann haben wir hier unten 4 Schalter, mit denen wir zwischen den, ja, ich sag mal, Szenen umschalten können. Also wir haben hier einmal 4 unterschiedliche Szenen. Und was ich gerade vergessen habe, wir haben pro Szene eine Doppelbelegung. Das heißt, wir können hierüber, über diese beiden Taster, nee, Quatsch, so Unfug, über die beiden Taster hier können wir die Szene wechseln. Das heißt, wir haben einmal 1 bis 9 und wenn wir hier wechseln, 9 bis 16. Ich glaube, auf dem Display sieht man das nicht. Das zeige ich gleich nochmal in größer. Wir haben hier einen Drehregler, mit dem man alles einstellen kann und hier unten ein Transportfeld, wie wir es auch von jeder DAW und von den Workstations mit Sequencer kennen. Was ein bisschen schade ist, es gibt keinen Editor für das Gerät. Das heißt, man muss wirklich alles am Gerät machen. Das funktioniert grundsätzlich natürlich, aber wenn man das mit dem Editor gewohnt ist, ist das mit dem Editor schon ganz schön. So, jetzt würde ich mal einmal noch hier die Tasten erklären und dann mal näher ans Display zoomen. Wir haben hier eine Edit-Taste, die auch zwischen DAW und Control wechselt. Man hat einmal eine DAW-Einstellung und einmal eine Control, die wirklich komplett frei ist. Dann hat man hier vor und zurück skippen. Da kann man Marker setzen zum Beispiel. Hier kann man loopen, vor und zurück, Start, Stop und Record. So, das ist jetzt nicht ganz perfekt wahrscheinlich mit der Kamera. Ist auch ein bisschen blöd mit dem Licht. Aber ich denke, für einen ersten Eindruck wird das reichen. Was man kann, hatte ich ja gerade schon gesagt, tatsächlich alles frei konfigurieren. Und zwar drückt man dafür hier auf das Edit. Und dann kann ich hier Zone Edit, Store Current Program und Global Settings machen. Ich gehe jetzt erstmal auf Zone Edit, weil das das Spannende ist. Ich kann hier jede dieser 4 Zonen hier unten, seht ihr hier unten auch, verändern. Ich gehe jetzt einfach mal auf Zone 4, damit ich mir meine nicht aus Versehen verhunze. So, dann kann ich die Zone an- und ausschalten grundsätzlich, dass sie sendet. Ich kann hier MIDI-Settings machen. Ich kann den Port auswählen, also USB-MIDI-Device, Bluetooth-MIDI. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, dass man das Ganze auch über Bluetooth machen kann. Dann kann ich den Channel für die Zone auswählen. Dann kann ich auswählen, ob Program gesendet wird, Bank Select, MSB, Lower Key, Higher Key. Das ist natürlich wichtig für, wenn man das Gerät als, ja, als MIDI-Basis nimmt. Also man kann es auch an ein einkanaliges MIDI-Keyboard dranhängen und dann dadurch 4 Zonen generieren. Ich kann hier jede Zone transponieren und oktavieren. Ich muss aber zugeben, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Also ich weiß nicht, wie gut das wirklich funktioniert in der Praxis. Das steht überall, dass das funktioniert. Genau, so, jetzt kann ich nochmal, gehe ich wieder auf Editieren, dann kann ich das safen. Brauche ich jetzt nicht safen. Jetzt war ich ein zu weit. Das sind die Global Settings. Jetzt gehen wir mal in die Zone rein, hier in die Zone 4.
Entschuldigung, wir waren ja gerade in der Zone 4 unter MIDI-Settings, jetzt gehen wir unter Control Mapping. So, jetzt kann ich mir hier, habe ich ja gerade gesagt, eins der beiden Sets aussuchen. Nehmen wir was 1 bis 8 und jetzt muss ich nur irgendwas bewegen. Ich nehme jetzt mal den Fader hier und jetzt kann ich den Fader belegen und zwar entweder mit einem CC-Befehl. Ja, also ein Fader kann ich nur mit dem CC-Befehl belegen, macht ja auch Sinn und die Knobs auch nur mit dem CC-Befehl. Dann kann ich hier Minimum und Maximum-Value-Wert eingeben. Jetzt kann ich hier klicken und gehe wieder zurück. Wenn wir jetzt mal ein Pad drücken hier unten, dann kann ich hier auswählen zwischen Play Note, Program Change oder Control Change. Also ein CC, eine Note oder ein Programmwechsel. Dann erscheinen hier unten natürlich unterschiedliche Sachen. Beim Program Change kann ich das Programm einstellen, MSB und LSB. Da eigentlich nicht nur eins zurück. So, wenn ich Play Note eingebe, kann ich hier einmal einstellen, ob die Note gehalten wird oder nicht. Das heißt, ich drücke einmal drauf. Ihr seht das jetzt hier. Das ist Hold und No Hold. Okay, das ändert in dem Fall gar nichts. Also ich kann hier No Hold und Hold eingeben, ob die gehalten wird. Und dann kann ich hier die Note auswählen und Velocity. Tatsächlich kommt man wirklich nicht den Schritt zurück. Falls ihr doch wisst, wie man zurückkommt, gerne sagen. So. Und dann kann ich hier den Control Change, also den CC eingeben. Hier wieder Mode. Ach so, das sah man vorhin nicht, weil ich hier den... So, das ist nicht Hold. Da ist einmal nur gedrückt. Wenn ich den jetzt auf Hold stelle, dann leuchtet der weiter. Das ist natürlich sehr interessant, wenn ich zum Beispiel das Leslie da drauf lege, dass ich weiß, Licht leuchtet, Leslie ist immer auf Fast oder Licht leuchtet, ich habe Mute. Dafür ist diese Hold-Funktion ganz gut. Und dann kann man hier den CC auswählen, Value. Und ja, damit habe ich halt die Möglichkeit, das zu senden, was ich da brauche. Das kann ich jetzt für jeden dieser Controller machen und zwar auf allen vier Zonen. Das heißt, ich habe unglaublich viele Controller direkt im Zugriff, auch weil man die auf unterschiedlichen MIDI-Kanälen benutzen kann und ich ja nochmal jeweils zwei Sets habe. Ja, im Grunde genommen ist es das für den ersten Anfang schon mal gewesen. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen dem DAW-Mode und dem Record-Mode, zwischen dem DAW-Mode und dem Control-Mode zu wechseln. Wir haben hier jetzt für Cubase zum Beispiel eine Voreinstellung drin, das heißt, es ist schon alles für Cubase gemappt. Das kann man auch ändern, indem man hier wieder Edit drückt und dann auf Global Settings geht. Dann kann man hier den DAW-Typ wählen. Es gibt drei Ports hier und Bluetooth. Da gehen wir nochmal im Detail an. Da kann man hier Cubase Nuendo, Digital Performer, Ableton Live, Studio One, Reason, Logic und GarageBand, Pro Tools. Dann hat man schon mal alles ein bisschen vorbelegt. Damit habe ich allerdings noch nicht gearbeitet. So, und dann kann man hier über die Tasten unten, kann man zum Beispiel einstellen, dass jedes Pad hier unten was anderes bedeutet. Jetzt hier würde es zum Beispiel Mute bedeuten, dann würde ich mit den Pads unten muten. Hier würde ich Solo machen und hier würde ich dann den Kanal auswählen und hier könnte ich Rekord an- und ausschalten. Also da kann man schon einiges machen. Dann kann man hier das Volumen machen und paaren, wenn ich auf Rekord bin. Beziehungsweise bei allen anderen auch. Also es ist schon sehr flexibel, das kleine Kistchen.